Lass deinen Pickel mal in Ruhe. Nimm deine Pickel zu dir, ich will die nicht. Sein Pickel tropft schon, Schnuggi. Naja, wer so einen richtig großen Pickel kennt, ne? Die tropfen schon mal. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir zeigen euch heute Pimple Pete. Man nennt ihn bestimmt so, weil er viele Pickel hat. Genau, Pimple ist nämlich Pickel auf Englisch. Das ist ein mittelmäßig bisschen ekliges Spiel. Ne? Ja. Aber umso witziger könnte es sein. Das ist von Spin Master ab 5 Jahren und ab 2 Spielern. Und es gibt tatsächlich einen YouTube-Kanal, da gibt es also Dr. Pimple Popper, das ist aber Dr. Sandra Lee. Und die zeigt in ihren Videos, wie sie ihren Patienten Pickel ausdrückt. Kennst du gar nicht? Oder hast du mal so ein Video gesehen? Nein. Also ich habe tatsächlich schon mal solche Videos gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das von dieser speziellen Ärztin war. Und ich weiß auch nicht, ob die hier mit an dem Spiel beteiligt ist oder ob sie... keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben hier Pimple Pete. Hallo. Und Hannah tut schon die ganzen Pickel rein. Man schiebt ihn von vorne ein Stück rein und zieht ihn dann von hinten so weit durch. Genau, stopp. Ein Tick noch weiter nach hinten wieder ziehen. Dass vorne nur dieser dicke Pünüppel hier zu sehen ist. Und die sind so gummiartig und so klebrig und ein bisschen eklig. Und die Pickel haben vor allen Dingen Punkte. Ja. Es gibt eine Liste, die ist mit dabei. Und wer bei 2 Spielern als erstes 9 Punkte hat, der hat gewonnen. Und dann hat er auch noch einen ganz dicken Pickel mitten auf der Nase. Deswegen ist die Nase so rot. Und ab und zu spritzt er mal. Willst du das abkriegen dann? Nö, er spritzt ja gerne dich nass. Meinst du? Das heißt dann nicht automatisch, dass man verloren hat, sondern man muss dann den Pickel, den man praktisch rausgezogen hat oder fast rausgezogen hätte, den muss man dann zur Seite legen, den bekommt man nicht mehr. Die, die 3 Punkte haben, sind auch die, die schwieriger rauszubekommen sind, als zum Beispiel die mit 1 Punkt. Weil die eben kaum Widerstand halt geben, ne? Wir drehen hier abwechselnd, die Jüngste beginnt und dann zeigt er dir an, zum Beispiel hier die linke Wange auf der rechten Wange oder hier unten am Kinn oder du musst an der Stirn einen Pickel ziehen. Ja, und du darfst dabei nur das Ding mit der einen Hand festhalten und mit der anderen Hand mit Daumen und Zeigefinger ziehen. Nicht anders. Soll ich dir mal helfen mit den Pickeln? Ja. Von vorne musst du die durchschieben. Und dann nach hinten durchziehen. Die, die übrig bleiben, die legt man dann einfach zur Seite. Da sind bestimmt sicherlich vielleicht auch der ein oder andere zur Reserve. Und dann haben wir hier hinten eine Spritze. Dafür zieht man den hier erstmal raus, bis es knackt. Dann tut man die so ran. Genau. Und irgendwann... Oh. Ne, du musst jetzt drehen. So. Und dann gucken wir, wo der Pfeil stehen bleibt. Ja. Der brennt, ne? Nochmal. Da sind nämlich so feine Striche. Okay, auf der Stirn. Ja, also ich... Ja, Mann. Und den du anfasst, musst du auch rausziehen, okay? Ja, los! ist nur Wasser. Ich hab Angst. Halt fest. Na, du musst ihn ja nur erstmal festhalten, Schnuggi. Und jetzt mit Daumen und Zeigefinger einen von der Stirn. Die Stirn, genau. Und nur Daumen und Zeigefinger. Nur Daumen und Zeigefinger. Nur Daumen und Zeigefinger. Ich krieg nur... Zieh. Zieh. Du musst ziehen. Oh, du hast einen guten, Hannah. Wenn du den rauskriegst, ist er gut. Nur mit Daumen und Zeigefinger. Das ist voll schwer. Lässt du deinen Mittelfinger weg da? Lass den Mittelfinger weg. So. Ja, so, genau. Super. Was, wie viele Punkte hat der? 2. Okay. Jetzt bist du dran. Das ist rechte Backe, ne? Ja. So, ich drehe den auch zu mir und ich halte den so ein bisschen fest. Die rechte Backe ist das. Ey, ich will nicht nass werden. Auch 2. 2. Leg deinen Pickel zur Seite. Ich halte ihn auch fest. So, drehen. Ich habe nicht recht. Kinn. Dann kannst du den ja gleich nehmen, wenn du willst. Na, das war ja jetzt Pipifax. Der ist ja durch das Wasser geflutscht. War das ein Einer? Ja. Ey, nicht zu mir sprechen. Nein, ich will doch drehen nur. Okay, schon wieder die rechte Wange. Bitte nimm den da. Den? Ja. Schade, dass ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt, ne? Mhm. Oh, nur ein Einser, ne? Jetzt 3 zu 3 steht's. Nein,
auch die rechte Wange mal, ne? Ja. So, dreh zu dir. Das hier unten. Ich hab so Angst. So. Voll das lange Elend. Das ist unten so dick gewesen. Wie viele Punkte? Ich habe 5 Punkte. Ich habe schon wieder die rechte Wange. Es ist übrigens so, wenn ich jetzt den letzten von der rechten Wange habe und Hannah dreht auch wieder die rechte Ecke, dann darf sie sich irgendeinen aussuchen. Aber ich muss jetzt natürlich den letzten hier nehmen. Oh, Angst. Oh. Oh, was ein dickes Ding. 3 Punkte. Wie viel habe ich jetzt? 3 und 3 macht 6. Hannah hat das Kinn. Zu dir, zu dir. Da! Mama, du erschreckst mich. Die Kamera ist leer. Komm, mein Kind. Komm, mein Kind. Welchen hattest du? Den? Okay. Wie viele Punkte? Stirn. Du musst den da oben nehmen. Nee, ich kann den nehmen, den ich will. Oh, war ein langes Elend. 3. Ich habe 9 Punkte. Ich habe gewonnen. Und es hat nicht einmal gespritzt. Das heißt, wir tun die jetzt wieder rein. Rechtzeitig. Ja, wir tun die jetzt wieder rein und dann spielen wir noch eine Runde. 1:0 für mich. So, wir haben Pimple Pete jetzt hier neu bestückt mit Pickeln. 2 sind wieder übrig und diesmal soll ich anfangen. Unten, ich darf das Kinn. So, ich drehe ihn wieder zu mir. Weil sonst kriegt Mama, ihr das. Ist das eigentlich auch ein Kinn? Ja, das ist auch noch Kinn. So, ich habe 2 Punkte. Hannah hat linke Wange. Oh, den. Super. Rechte Wange. Mein Favorit, wo ich immer rangehe. Alter Schwede! Auf die Brille ist mir das gespritzt. Auch. Den muss ich jetzt rausziehen. Und das wären 3er gewesen. Aber mir ist es an den Arm gespritzt und auf die Brille ein bisschen. Jetzt bin ich dran. Und ich musste meinen 3er lege ich zur Seite. So, ich mache einen. Ja, wenn du ihn hast, musst du auch ziehen. Verstehst du? Ich weiß, ein 3er. Ich habe 5 Punkte. Was? 5 Punkte? Ich habe 2. Wieder die rechte Wange. So, rechte Wange. Das war jetzt aber die volle Kanone, aber wieder an den Arm. Das ist unfair. Den kann ich auch wieder nicht behalten. Anna muss an die Stirn. In deine Richtung. Oh, was war das denn? Ich hab Pipifax. 1, 2, 3. Ich hab Angst. Ja, ich bin auch. Die ganze Seite wächst. Boah, das war nur ein 1er und deswegen ging der auch ganz leicht raus. Ich habe jetzt gerade mal 3 Punkte und du 6 schon. Ja. Und den Pickel, den du dann wirklich auch nimmst. Mhm. Und ein Kinn. Und einmal mit einem Wutsch. Nein, nein, der bleibt so stehen. Du musst so machen, so. Nein. So ist für mich so besser. Und. Ich habe 7 Punkte schon. Wie viele Punkte hast du schon? Linke Wange. Ein nur ein 1er Lumpigen. Das nur 4 Punkte. Und einen nassen Arm. 4 Punkte und einen nassen Arm. Auch linke Wange. Ja, der, genau. Aber Gesicht davor. Und ziehen. Wo ist das hin? Nicht dein Ernst, an dir vorbei? Ja. Aber den musst du weglegen, den darfst du nicht. Ja. Das, der ganze Schrank ist was voll. Tatsächlich, der ganze Schrank ist nass geworden. Du, ja toll. Das nächste Mal musst du direkt mit dem Gesicht davor. Hast du mich verstanden? Nein. Doch. Nein. Ja. Du darfst dir aussuchen. Ich darf mir aussuchen, dann suche ich mir einen an der Stirn aus. Den. Oh, geschafft! 2 Punkte! Bitte an der Stirn, bitte an der Stirn, bitte an der Stirn! Linke Wange, da ist nichts mehr, das heißt, du darfst ja einen aussuchen. Zieh!
Zieh, zieh. Moment, Moment. Ist aber egal. Auch am Arm. Gib her, dein Pickel. Wo hat es dich getroffen? Am Arm? Aber schon wieder. Wir auch mal hier. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? Nicht, dass wir hier uns... Hast du 7? Ich habe 6, ne? Wer ist dran? Bitte an der rechten Wange. Nee, Kinn, aber das heißt, ich kann mir aussuchen und ich suche mir... Ja. Ich gehe auch volle Granate in die, Schusszone. 6. Aber ich möchte nicht mit dem Gesicht, dann spritzt mir alles so in die Augen. Dann musst du die Augen zumachen, während du ziehst, okay? Nein. Stirn. Diesmal in die Achsel. Autsch! Das ist ein Dreier gewesen. Ja. Der ganze Stuhl ist nass hinter dir. Ja. Ich hab gedacht, ich lass dich nochmal ziehen. Das ist irgendwie so lustig, das Spiel, oder? Willst du das nicht verzehren? Nein. Darf ich aufhören? Ja, aber du spritzt mich nicht nass. Nur bis zur Linie, ne? Genau, leg ihn und dann legst du ihn zur Seite. Und dann ziehst du den blauen, bis er knackt. Genau. Jetzt kannst du die Pistole reinlegen. Und richtig. Und jetzt den roten Nuppi einmal nach unten drücken. Das ist praktisch schussbereit. Dann machst du so einmal zuklappen. Lass mich! Lass mich! Darf mich zu machen? Nein! Nein! Stößchen! Bist du nass? Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtests an. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.